sagst du? Oh. Ah. Willkommen zu Panini Comics TV. Heute habe ich mir mal wieder jemanden aus dem Bereich Cosplay dazugeholt, und zwar die Hanna. Hanna, grüß dich. Hi. Auf das, was du machst, kommen wir später noch ein bisschen zu sprechen, weil das Ganze ist bei dir mehr Marvel-technisch angehaucht. Ja. Bist du denn so erklärter Marvel-Fan oder ist DC bei dir durchaus auch gegeben? Also ich gucke mir manchmal auch DC an. Zum Beispiel die Flash-Serie habe ich gesehen, Wonder Woman habe ich gesehen und ich freue mich auch auf den neuen Wonder Woman-Film. So ab und zu mal einen Comic habe ich auch gelesen, ja, aber halt eher Marvel. Wir haben ja jetzt bald einen neuen Film, der erste Film, der superheldig daherkommt im neuen Jahr. Das wird Birds of Prey sein. Am 6. Februar kommt dieser Film. Ich freue mich schon sehr drauf, weil ich tatsächlich die Charaktere, die da mitspielen, sehr, sehr, sehr mag. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du, wie wir gerade festgestellt haben, doch eher auf der Marvel-Seite des Lebens zu Hause bist? Ich habe mich noch nicht so ganz dazu informiert, aber ich habe es mitbekommen. Du hast es mitbekommen. Ja. Wäre denn ein Charakter wie Harley Quinn, was jeder cosplayt, aber zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Huntress oder Catwoman, wären das Charaktere, mit denen du dich unter Umständen als Cosplayerin auch anfreunden könntest? Ich weiß nicht, Catwoman fand ich immer so aus den Filmen, den älteren Filmen, wo die so in diesen Lack und Leder, das fand ich immer nicht so toll, deswegen ist der Charakter mir ein bisschen durch, in Anführungsstrichen, ja. Aber ich fand zum Beispiel Batwoman, das neue Design von ihr, fand ich ziemlich cool. Und da hatte ich mir schon überlegt, vielleicht, ja, mal gucken. Gehen wir aber zurück zum Film. Natürlich, wenn ein neuer Film kommt, dann kommen auch die entsprechenden Comics raus. Und zu Birds of Prey, da haben wir jede Menge im Angebot. Und zwar ein paar sehr, sehr, sehr interessante Sachen auch. Unter anderem gibt es ein Harley Quinn Special. Da treibt sich Harley Quinn auf Coney Island rum. Das heißt, macht ihr so ein bisschen Party. Und außerdem begegnet sie einem Djinn, der ihr besondere Kräfte gibt. Also Djinn meine ich nicht diesen hier, sondern einen magischen Djinn, mit dem sie dann die JLA ein bisschen verarscht. Und das ist der Start der neuen Solo-Serie von Harley Quinn. Und ja, geschrieben von Amanda Conner und Jimmy Palmiotti. Und Amanda Conner, die zeichnet auch ein bisschen mit. Ansonsten macht das Jet Hardin. Und ich glaube, das wird wieder ein richtig geiles Teil. Genauso wie ein Huntress-Band, geschrieben von Paul Levitz. Der hat schon sehr lange nichts mehr gemacht auf dieser Qualität und dabei kann der super schreiben. Und da kommt jetzt, wie gesagt, ein Sonderband raus mit Huntress. Dann haben wir einen Black Canary Band, auch der sehr schön. Dina Lance als Sängerin einer Punkband. Mir als altem Punk gefällt das natürlich super. Und dann haben wir noch ein Harley Quinn Greatest Hits. Da ist unter anderem Harley Quinn im Valentinstag mit Batman unterwegs oder am Valentinstag mit Batman unterwegs. Und der Joker ist dabei, Catwoman ist dabei, Poison Ivy ist dabei und ich glaube, die Greatest Hits-Reihe, die ist sowieso sensationell. Aber jetzt kommt der absolute Burner und zwar von Stjepan Sejic. Den kennen diejenigen, die diese Sendung verfolgen, tatsächlich von Sonnenstein, einer meiner absoluten Lieblingsserien. Und der hat jetzt eine Harleen-Serie auf den Weg gebracht. Drei Alben insgesamt, der erste erscheint jetzt. Und da geht es um Harley Quinn und zwar in dieser unglaublichen, sensationellen, gezeichneten Art und Weise von Stjepan Sejic, der ja wirklich großartig ist. Das Ganze läuft unter Black Label, also ein bisschen diese erwachsenere Linie von DC. Und dieser Band, das ist für mich so, das geht so in Richtung von Der dunkle Prinz, irgendwas, was halt optisch sensationell ist, was ein bisschen nicht diesen normalen DC-Charakter verfolgt und dann wirklich grafisch absolut top. Ein Dreiteiler, auf den ich mich unglaublich freue und der erste Band, ihr seht es ja jetzt eingeblendet, der sieht schon mal richtig super sensationell und amtlich aus. Ich finde, das ist übrigens ein ganz guter Zeitpunkt, um nochmal in den Trailer reinzuschauen, den ihr bestimmt schon gesehen habt, falls aber nicht, hier, Birds of Prey. Wisst ihr, was ein Harlekin ist? Die Rolle eines Harlekins ist, zu dienen. Er ist nichts ohne einen Meister. Und keiner gibt auch nur einen Scheiß darauf, wer wir darüber hinaus sind. Der Joker und ich haben Schluss gemacht. Ich wollte neu anfangen. Aber wie sich zeigte, war ich nicht die Einzige in Gotham, die nach Emanzipation suchte. Spektakuläre Neuigkeiten! Miss Quinn, sie gehört mir. Wer seid ihr denn?
Das ist der Deal, Quinn. Du brauchst mich! Er ist jetzt hinter uns allen her. Keine von uns kommt hier raus. Es sei denn, wir arbeiten zusammen. Mit dir. Ist nicht dein Ernst. Lustig, oder? Wie eine Pyjama-Party. Wir bestellen Pizza. Mixen Cocktails. Halle, konzentrier dich. Okay. Vor mir sollten die Angst haben. Du. Nicht vor dir. Nicht vor Mr. J. Denn ich bin Harley. Freaking Quinn. Wer amüsiert sich? Macht euch bereit, Ladies. Du bist die Psychotante. Nenne Frau nie Tante. Ich akzeptiere Braut, Lady, Frau und gelegentlich Bitch. Bitch? Was redest du da? Lass das für mich raus, ja? Es gibt eine neue Young Justice-Reihe. Da ist jetzt Band Nummer 1 rausgekommen. Mit völlig neuen Charakteren, fast neuen Charakteren. Also Robin als Tim Drake haben wir dabei. Wonder Girl kennen wir auch schon. Dann Teen Lantern, für mich ein völlig neuer Charakter. Impuls ist dabei, der muss dabei sein, der sorgt für die Komik. Und dann Ginny Hex, die Tochter von Jonah Hex. Sehr, sehr, sehr schräge Sache. Und geschrieben von Brian Michael Bendis. Na, also wer da nicht hingreifen will, da weiß ich dann auch nicht so richtig. Was hast du mit der Young Justice so ein bisschen am Hut? Also ich wollte mir mal Teen Titans ansehen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Bist noch nicht dazu gekommen? Nee. Solltest du machen, macht Spaß. Das wird mir immer gesagt, deswegen irgendwann mal, ja. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in deinen Bereich und zwar kommen wir jetzt zu Marvel und mit Marvel fangen wir mal an mit War of the Realms. War of the Realms, hast du da die Story ein bisschen verfolgt? Ich muss ehrlich sein, ich habe den Anfang mitbekommen. Also wann hat das nochmal angefangen? Im letzten Jahr irgendwann mal. Da habe ich dann den Anfang gelesen, aber ich habe dann irgendwie den Anschluss verloren. Es ist halt auch wieder so eine Crossover-Serie, wo ganz viele Sachen dabei sind. Da ist jetzt der Abschlussband erschienen und damit kann man jetzt auch zu dem Komplett-Konglomerat greifen. Das Schöne für dich ist, dass es da auch einen Sonderband Iron Man gibt. Und der sieht zum einen mal sehr cool aus und bietet uns jetzt eine schöne Möglichkeit, ein bisschen über dein Cosplay zu reden. Wir haben hier vorne zwei von dir gestaltete Iron Man Helme. Du hast aber eine ganze Rüstung. Ja. Erzähl ein bisschen, wie bist du darauf gekommen, Iron Man zu machen und vor allem auch, warum kannst du das? Ich habe 2015 mein Abitur gemacht. Und hatte dann fast ein halbes Jahr Zeit bis zum Studium. Und habe mir gedacht, okay, baust du mal dein erstes richtiges Cosplay? Und hatte schon vorher immer mal geguckt, so Iron Man wäre ja schon cool. Und dann habe ich mich hingesetzt und den ganzen Sommer halt eigentlich draußen verbracht, weil ich konnte drin mit dem Spachtel nicht arbeiten. Hatte auch einen Sonnenbrand und alles. War dann auch schön braun nach dem Sommer. habe dann diesen Anzug gebaut, also den Mark IV, das war der. Den habe ich dann zur Gamescom angezogen 2015. Hatte auch bei einem Wettbewerb mitgemacht, habe leider nichts gewonnen. Schande, das kann ja nicht wahr sein. Ja, aber leider musste ich den dann danach einpressen, weil der war leider nur für eine Con und dann war es das schon. Das ist großer Aufwand für eine Con, würde ich mal leider sagen. Ja, also den Helm habe ich noch, der steht bei mir auf dem Schrank, aber mir ist leider nicht mehr übrig. Und dann bist du also dazu übergegangen, dir eine neue Rüstung zu bauen, neue Helme auch zu machen? Genau, den Mark 39 hier, den weißen, den hat man in Iron Man 3 für, ich weiß nicht, 5 Sekunden gesehen. Den kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Aber er war auf dem Poster. Den habe ich mir 2017 gebaut. Einfach nur so, also ich hatte so eine kleine Pause im Cosplay. Ich hatte halt eher nur Ghostbusters gemacht. Und habe mir gedacht, okay, fängst du mal wieder an mit richtig Cosplay bauen. Und dann habe ich den gebaut, innerhalb von, ich glaube, einem Monat sogar nur. Und den hatte ich dann auf dem Cosday in Frankfurt an, 2017. Und diese neue Rüstung, die ist jetzt auch so, dass die, sagen wir mal, mehr als nur einen Auftritt aushält. Ja. Was ist denn der Unterschied? Du hattest mir ein bisschen erzählt, am Anfang, das hattest du quasi mit Art Pappmaché und dann gespachtelt und so weiter gemacht. Und bei dem neuen jetzt, da bist du ganz anders rangegangen. Der neue, der ist jetzt aus Schaumstoff, also Foam. Ist halt ziemlich beliebt bei Cosplayern, weil das halt ziemlich
stabil ist und nicht so schnell kaputt geht. Das Einzige daran ist halt die Farbe, die leider halt immer ziemlich schnell bröckelt, aber macht man halt einfach eine neue Schicht drauf und ist wieder okay. Ja, genau so habe ich den gebaut und der steht auch momentan bei mir im Flur auf einem kleinen Mannequin. Ja. Wir zeigen ja hier gerade auch immer so in Abschnitten Teile von dieser Iron Man Rüstung. Die hattest du noch gar nicht offiziell gezeigt, gell? Wir machen hier eine Premiere sozusagen. Also natürlich habe ich da schon Fotos gemacht und auf meinem Instagram hochgeladen, aber ich habe den offiziell noch nie so richtig irgendwo angehabt. Also, ja. Yeah, Premiere! Und du hast mir vorher verraten, einige Teile sind im 3D-Printer entstanden. Ist das so das Ding für die Cosplayer jetzt im Augenblick? Ja, also ist schon ziemlich praktisch, weil man, auch wenn man, vor allem wenn man selber 3D-Modeling am PC machen kann, dann kann man halt alle Teile, die man braucht, halt modellieren, direkt ausdrucken. Dann hat man ja die Teile auch relativ akkurat, wie man es haben möchte. So. Ist halt nur ziemlich kontrovers in der Cosplay-Szene, weil die Leute dann sagen, ja, 3D-Druck, da muss er gar nichts mehr machen, du machst halt nur SD-Karte rein und dann drückst du einen Knopf und dann macht er ja alles für dich. Was Aha. nicht so ist, aber die Leute sagen es gerne. Das sind wahrscheinlich die, die damit gar nicht umgehen können. Ja, ich glaube schon. Ja, wunderbar, finde ich echt klasse. Und da ist aber auch noch mehr Technik dahinter, das heißt, das Ding kann auch noch leuchten, also wenn man es anschließt ja. und alles Mögliche. Da muss man aber technisch dann auch schon ein bisschen versierter sein, ich könnte es nicht. Also ich habe tatsächlich Informatik studiert für 4 Semester und dann auch bei uns im Fab Lab heißt das, ziemlich viele kleine Projekte gemacht und habe dann auch den Umgang mit Arduinos gelernt und ja, das habe ich dann privat selbst ausgebaut und konnte dann halt die ganzen kleinen Gimmicks an meinen Cosplays erstellen. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Jetzt kommen wir hier mal weiter im Text und zwar Spider-Man, Kampf um New York, der Comic zum Spiel. Bist du auch eine Daddlerin? Das neue Spider-Man-Spiel, das möchte ich mir gerne holen, das ist mir momentan noch zu teuer. Ja, der Kampf um New York, das ist die komplette Miniserie, die es zum Spiel gibt. Das heißt, alle, die schon mal in diesem Spider-Man-Spiel drin waren, die wissen genau, worum es geht und können sich das Ganze jetzt auch comic-mäßig rüberholen. Würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Eine noch bessere Sache finde ich ganz persönlich, den neuen Band Der Tod von Daredevil ist wirklich eine ganz tolle Story, geschrieben von Star-Autor Charles Soule und umgesetzt von Phil Noto, der wirklich ein ganz großartiger Künstler ist. Und es ist wieder dieser etwas dunkleren, in sich abgeschlosseneren Bände, mit denen man, glaube ich, sehr viel Spaß haben kann. Und wir wissen, da draußen sind sehr viele Daredevil-Fans, die ja immer wieder fordern, macht mehr Daredevil. Ja, bitteschön, hier, der Tod von Daredevil. Machen wir und ich möchte, dass ihr Spaß damit habt. Ich möchte nichts hören. Wir machen Daredevil, ihr sollt es lesen. Wie gefällt dir Daredevil? Ich fand die Serie cool. Die Serie war super. Mhm. Die TV-Serie war wirklich der Burner. Und natürlich auch Figuren wie der Punisher wurden da ja eingeführt und der gibt mir ein ganz gutes Stichwort, weil Cosmic Ghost Rider zerstört die Marvel-Geschichte, ist auch ein neuer Band und da übernimmt der Punisher in der Zukunft den Rachedämon, der ihn zum Ghost Rider macht, reist dann aus der Zukunft in die Vergangenheit zurück, um dort Sachen zu richten, unter anderem möchte er eben den Tod seiner Familie verhindern und das wirft das gesamte Marvel-Universum so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Ist eine völlig, völlig abgefahrene Story und Todd Nauck ist einer der Zeichner, die da dabei sind und den erwähne ich deswegen, weil der im März in Leipzig bei uns am Stand sein wird. Also ihr könnt euch jetzt schon mal ein bisschen vormerken, Comicmesse in Leipzig im März, Todd Nauck als einer unserer Gäste am Stand. Du stehst hier als Captain Marvel. Genau, aus Endgame. Aus Endgame. Und es gibt jetzt auch eine neue Captain Marvel-Serie. Da erscheint jetzt die Nummer 1. Und das ist auch mal wieder so ein perfekter Einstieg, um eben in diese Serie hineinzukommen. Was fasziniert dich an Captain Marvel? Also, als im letzten Jahr angekündigt wurde, also es wurde schon viel früher angekündigt, aber ich habe es halt wirklich aktiv erst im letzten Jahr mitbekommen, dass halt der Film kommt. Und dann gab es diese ersten Bilder von Entertainment Exclusive, glaube ich, von dem Anzug. Und da fand ich halt, ich fand das Design super von dem Anzug, das halt nicht mehr so extrem wie die alte, also die Miss Marvel mit diesem Badeanzug. Ja. Also ich fand halt ziemlich cool, dass es halt so, so wie das, wie es Marvel immer macht bei den Filmen, dass es halt so real aussieht.
Ja, und deswegen, dann habe ich mich erst mit Captain Marvel beschäftigt, so intensiv, habe die Comics auch alle so nachgeholt und ich fand den Charakter so an sich, was sie so sich nichts sagen lässt, ziemlich interessant, ja. Ja, ist einer dieser gerade ja sehr, sehr, sehr aktuellen und auch sehr schönen, starken Frauenfiguren in den Comics und in den Filmen. Mhm. Und ich freue mich schon, wenn wir dann hoffentlich nochmal einen weiteren Solo-Film bekommen. Ich fand jetzt den ersten auch ganz gut, aber ich fand vor allem ihren Auftritt dann in Endgame, mhm, beziehungsweise diesen Gesamtkonglomerat fand ich einfach super. Also war richtig gut. Und ich finde sie auch toll in Szene gesetzt, Brie Larson. Ja, finde ich super. Finde ich auch super. Wir haben hier ja die Captain Marvel-Anthologie. Mhm. Da sind unterschiedliche Designs von Captain Marvel über die Zeit der Existenz der Figur drin. Also war ja auch nicht immer eine Frau, wissen wir auch. Genau, ja. Aber es gibt tolle Kostüme, tolle Designs. Könntest du dich auch vielleicht mit einem der älteren Designs noch so ein bisschen anfreunden? Also ich habe tatsächlich noch, das ist aber nicht so alt, aus den Comics von 2015, den Captain Marvel Anzug. Das ist dieser hellblaue, der halt auch ziemlich angelehnt ist an, welche Reihe ist das mal kurz? 2012 steht hinten drauf. Aus der 2012er Reihe und da so ein bisschen geupdatet noch. Den habe ich noch gemacht, aber die alten, meine Schwester hat mal den Badeanzug, wie ich immer so schön sage, cosplayt, aber ich weiß nicht, ich finde das zu freizügig, das mag ich nicht. Nun gut, hast du denn die Captain Marvel Anthologie? Ich habe einen kleineren Band, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber da sind halt nicht so viele drin. Dann darf ich dir schon mal sagen, den darfst du heute mit nach Hause nehmen, dann hast du alle Designs parat. Und natürlich auch bei Iron Man, auch den darfst du mit nach Hause nehmen, dann hast du nämlich auch alle Iron Man Designs parat. Dankeschön. Da kannst du über die Jahrzehnte, vor allem ich möchte dich dann gerne in dieser alten Blechdosen-Variante sehen. Die ist dann überhaupt nicht freizügig auf jeden Fall. Nee, da sieht man nichts mehr. Sehr schön, das beschließt unseren Superheldenbereich für heute. Und da wir ja nun im neuen Jahr, um nicht zu sagen quasi am Beginn eines neuen Jahrzehnts angekommen sind, wollen wir auch eine neue Rubrik einführen. Ihr wisst ja, musst du lesen, werden wir auch beibehalten, aber jetzt im lockeren Wechsel mit einer neuen Rubrik, die heißt Der kleine Nerd von nebenan. Und was machen wir bei Der kleine Nerd von nebenan? Wir machen Interviews, ich führe ja unglaublich viele Interviews mit Kreativen aus der Comic-Szene, die manchmal nicht direkt zu einem unserer Comics gehören und die wollen wir auch unterbringen und deswegen heute als allerersten Nerd in dieser kleinen Rubrik Jim Ballant. Well, hello and welcome. Today I'm in front of the camera with Jim Ballant. Hey Jim. I know this guy. I know this guy for a long, long time, and I never made an interview with him, so I think I should have done. First question, do you always wear sunglasses? Not always, only indoors. Why not outdoors? Well, everyone does that outdoors. I want to be different. Oh, that's cool. Well, let's start talking about your comic book career. When did you start drawing comic books? Sure, I went to the Joe Kubert School of Art back in 1984, and my first published piece was in the back of Sergeant Rock. Joe Kubert saw that I had a 5-page story, and he published it. And then from there, I became a background inker right out of art school. I worked with Kim DeMolder and Joe Sinnott on doing their background inks. And back then, you didn't get credit, so you're sort of like, you know, ghosting. And then, you know, every day I would draw, pencil, and bring things into Marvel to sort of, you know, try to break in. And eventually what broke was DC Comics. And I started working with, I think it was annuals. It might have been like Chuck Dixon was probably the first person I worked with on one of the Batman annuals. And then from there, DC said, wow, you know, this is great. We know you draw really great women. We're going to start this new series, and it's going to be of Catwoman. And I was on board. I loved Catwoman from the beginning. I'm a big Adam West fan, Julie Newmar. And I was like, yeah, you know, I grew up with these characters. I want to draw them. And they said, okay, we want you to redesign the outfit. Don't make it look like Michelle Pfeiffer, because that was the time where it was Batman Returns. Michelle Pfeiffer had this great look. And they said, you know, that version's for
the movies. You know, we want our own for the comic books. And I said, sure, I'll redesign it. And what I wanted to do, I wanted to have an evolution. So I looked at the older designs, you know, her purple outfit. She even had the green cape, and she had the long hair. And then, you know, the long hair went away. So I wanted to make her really sleek. I wanted that Catwoman, and because I always thought Catwoman was the most sexiest and most dangerous female character in the DC universe. So you know, I gave her the long black opera gloves and then the long boots. I had the long hair as well as the tight purple outfit, and I thought that was a really great silhouette. In doing the long boots and the long gloves, you sort of elongate the arms and the legs, which is great for comic books. So that's how that costume started. And I was on that issue or on that series from 1993 to 1999. And from there, I had the opportunity to do more books with DC. But since they were changing up characters or changing up artists and writers, they wanted to switch me to another series. I was still in love with the strong female characters. And I thought now was the time to start my own company, Broadsword Comics. Since I was 5 years old, I was drawing comic books in my bedroom. We didn't have much money. So, the books that my parents would buy me, comic books have cliffhangers. And as a kid, you didn't know about, how do you get money for the next issue? So I would spend time in my room and draw the next issue. So that taught me storytelling. And so I knew right then that in the year 2000, I hooked up with Holly Golightly, who's another phenomenal artist. She was working at Archie Comics at the time, but she also has a painting background and education background. And she was also a workaholic. So I said, let's start our own comic book company. We live in a large home that are dedicated rooms to computers, to libraries. And I said, we work 12 hours a day. I said, we can do this. And she was on board, and we started Broadsword Comics with Tara Witch of the Black Rose. What do you think, in your opinion, is that makes Batman that great, that everybody likes this character, that is so successful over 80 years now, and also one of my favorite characters at all? Oh, sure. And myself too. Growing up, when I was like 5 years old, saw Adam West on TV, and I just fell in love with Batman. I had the comic books, and I was reading Batman. What makes him successful? I think it touches the inner hero in all of you. Even like Wonder Woman or Spider-Man, any of these characters that people just fall in love with, it touches us inside, whether it's part of our childhood or if it's part of what we want to be growing up or we would love to emulate. It's about adventure. It's about fun, and it's a being heroic. I think every guy and gal wants to be that hero. We can't jump off of a building, but every day we could like pick up a new comic book and read about heroes that we either want to be or we see ourselves as those heroes. And Batman is a perfect example. Everyone loves to put on a mask and a cape. It's just a character that you want to be, and if you're lucky to develop something like that, then you've done a lot for humanity. Ich kenne ja den guten Jim Ballant schon seit Ewigkeiten, bestimmt seit 20 Jahren, vielleicht sogar schon länger. Und ich habe ihn damals kennengelernt in seiner Catwoman-Hochphase. Er hat ja wirklich den absolut berühmtesten, bekanntesten und beliebtesten Run von Catwoman gezeichnet, hat auch unglaublich viel Batman-Sachen schon gezeichnet, aber vor allem hat er eben seine eigene Serie, wir haben es gerade gehört, Tarot gezeichnet. Und er gehört zu den wenigen Leuten, die es schaffen, mit einem Kleinverlag in den USA erfolgreich zu sein und sich über Wasser zu halten. Und wir haben viel Tarot rausgebracht und es gibt unter anderem diese drei Hextrembände. Und warum ich die hochhalte, ist, die gibt es gleich noch zu gewinnen am Ende. Also schaut es euch an, die sind echt schön und auch sehr wertig. Aber wir haben ja vorher noch ein paar andere Sachen, die wir hier zu Ende bringen müssen.
und auch wollen, zum Beispiel Star Wars. Wir sind noch alle im Episode 9 Fieber. Und der Film, der hat seinen Reiz, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja. Sie haben es tatsächlich geschafft, hier alles zu einem guten, um nicht zu sagen sensationellen Ende zu bringen. Ich weiß nicht, ob sie so gut dabei waren, wie sie bei Marvel waren, um diese Saga zu Ende zu bringen und in eine neue überzuleiten. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, finde ich, alles zu einem sehr, sehr, sehr guten Ende zu bringen. Und bei dieser Begeisterung für den Film darf man nicht vergessen, dass es auch sehr viele schöne Comics dazu gibt. Einen davon, den möchte ich hier an dieser Stelle mal hochhalten, das ist nämlich Treuepflicht. Das ist wirklich ein offizieller Comic zum Film mit Generalin Leia in der Hauptrolle und hat wirklich sehr, sehr, sehr direkt mit dem Film zu tun. Ein anderes Produkt, ebenfalls mit Prinzessin Leia, heißt einfach nur Leia und ist innerhalb der Star Wars-Reihe, bringt auf der einen Seite diese Storyline mit General Grievous zu Ende und startet auf der anderen Seite das Age of Rebellion. Und da ist natürlich Leia auch wieder in vorderster Front. Ansonsten gibt es etwas ganz Neues, wo ich niemals gedacht hätte, dass das überhaupt möglich ist, aber ich finde es super. Es gibt die Luke Skywalker-Anthologie. Wir hatten ja schon die Vader-Anthologie, aber jetzt die Luke Skywalker-Anthologie mit wirklich Comic-Geschichten über die Jahrzehnte, wo eben Luke ganz, ganz groß in der Mitte steht. Und die Darth Vader-Anthologie, jetzt habe ich es verraten, die gibt es auch. Das ist nämlich die hier. Habe ich die Reihenfolge mal wieder durcheinander gebracht. Wer also den dunklen Lord Helmchen über die Jahrzehnte beobachten möchte, der schaut am besten hier in diese Darth Vader-Anthologie rein. Ich finde ja diese Anthologien toll. Ich sage es immer wieder, ich finde es schön, so einen Charakter über die Jahrzehnte zu beobachten. Unter anderem, um diverse Outfits sich anzuschauen. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich auch Alben. Und da gibt es tatsächlich zwei neue Sachen, beziehungsweise Graphic Novels. Das eine ist Prodigy, Die böse Erde von Mark Miller, ein neues Produkt aus der Mark Miller Schmiede, umgesetzt von Rafa Albuquerque, großartiger Zeichner. Und da geht es um Addison Crane. Addison Crane ist der schlauste Mensch der Erde und sucht immer wieder neue Herausforderungen, betätigt sich als Freizeitdetektiv und so weiter und so fort. Und der bekommt es mit einer sehr, sehr, sehr gefährlichen Geheimorganisation zu tun. Üblicher Mark Miller-Stil, also der Kick-Ass-Mark. Magst du Kick-Ass? Habe ich nicht gesehen. Schande über dich. Hausaufgabe, Kick-Ass. Also übliches Mark Miller und wirklich sehr, sehr, sehr toll geschrieben und in Szene gesetzt. Noch besser in Szene gesetzt sind die Söhne von El Topo. El Topo, da muss man jetzt so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Das ist jetzt der zweite Teil. Der erste Teil, der kam schon vor einiger Zeit raus, der hieß Cain und der zweite jetzt Abel oder Abel, also Kain und Abel, hat natürlich so ein bisschen religiös-christliche Anhauche, aber eigentlich ist es ein völlig psychedelisches Werk von Alejandro Jodorowsky, der Mann, der uns unter anderem den Inkal gebracht hat, der mittlerweile weit über 80 Jahre alt ist und der wirklich Kultregisseur, Kultautor, Kult was auch immer ist. Und er hat diese Story geschrieben, es ist ein psychedelischer Italo-Western, der als Film mal rausgekommen ist in den 1970er Jahren und nun eben als Comic rauskommt. Und dieser Comic transportiert genau dieses Feeling dieser psychedelischen Filmvorlage aus den 70er Jahren. Ist wirklich sensationell, ist aber auch nichts, was man von heute auf nachher lesen kann. Also da muss man sich so richtig reinfrimmeln. Wann sieht man dich denn zum nächsten Mal auf irgendeiner Messe? Also, ich denke mal auf der Epicon in Münster im Februar, erste Februarwoche. Muss auch in Leipzig sein? Das weiß ich noch nicht. Also, ich wurde schon öfter gefragt, ob ich mitkomme, also von anderen Cosplayern, aber muss ich noch schauen. Es gibt in Leipzig nämlich auch, die ist auch schon mal vorausgedacht, wieder einen Panini-Cosplay-Wettbewerb, bei dem man natürlich tolle Sachen gewinnen kann. Da könnt ihr euch jetzt schon bewerben, auch wenn wir offiziell noch gar nichts über die Messe so verlautbaren haben lassen. Aber wenn ihr Cosplayer seid, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr gewinnen wollt, könnt ihr euch jetzt schon mal bewerben. Bewerbungsadresse unten eingeblendet. Damit sind wir eigentlich so relativ am Ende des heutigen Tages angekommen. Was noch fehlt, ist die Verlosung, über die ich ja schon angekündigt hatte, dass wir diese Tarot-Extrembände verlosen wollen.
Wer dieses erotisch-magische Meisterwerk von Jim Ballant haben möchte, in dieser edlen Fassung, und wer weiß, vielleicht lege ich noch ein bisschen was drauf, er hat über die Jahre ja viele Variants auch gemacht, ich schaue mal, was alles noch in meinem Giftschrank rumliegt, der möge mir nun folgende Frage in den Kommentaren zu der Sendung beantworten, nämlich, wann und in welchem Jahr, und da müsst ihr tatsächlich nachlesen, weil wir haben es wirklich nicht in dieser Sendung gesagt, wann und in welchem Jahr wurde denn zum ersten Mal Iron Man in einem Comic gesichtet? Da müsst ihr richtig diesmal Recherche machen. Es steht nicht in der Sendung. Man könnte natürlich in die Iron Man Anthologie reinschauen. Da ist das drin. Aber ansonsten schicke ich euch jetzt mal ins World Wide Web und möchte tatsächlich von euch sagen, der erste Auftritt von Iron Man. Wann, in welchem Jahr war der? Und zwar in den USA. Ja? Ich würde dich jetzt dazu befragen. Du weißt das sicher, natürlich, ganz klar. Aber so weit wollen wir natürlich jetzt nicht gehen. Sonst wäre ja der ganze Gag weg. Und ich bedanke mich dafür, dass du heute da warst. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, du wirst uns noch ein paar tolle Kostüme auf den nächsten Cons, die es so gibt, zeigen. Und irgendwann bist du sicher auch mal wieder hier vor der Kamera. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.